Wer wissen möchte, wie man eine CO2-Füllung für den Solarstream für unter 6 Euro bekommt, sollte dranbleiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Preis für eine Füllung zu senken. Ich bin auf SodaBear aufmerksam geworden. Bei SodaBear bestellt man eine Tauschbox. Diese gibt es in verschiedenen Größen. Wirtschaftlich ist es ab einer Menge von 4 Zylindern. Man bekommt also die bestellte Anzahl voller CO2-Zylinder geliefert. In meinem Fall waren es 5 Stück. Daraufhin hat man 2 Wochen Zeit, die gleiche Anzahl leerer Zylinder zu retournieren. Es liegt ein Retourenaufkleber von DHL bei. Das Verfahren an sich finde ich sehr komfortabel, da man einfach dann bestellen kann, wenn der letzte eigene Zylinder sich dem Ende neigt und man ja dann immer noch 2 Wochen Zeit hat, bevor man zurückschicken muss. Die einzige Schwierigkeit ist, dass man mindestens 4 Zylinder im Besitz haben muss, damit das Ganze funktioniert. Man kann sich natürlich auch mit Nachbarn oder Bekannten zusammenschließen, um auf diese Menge zu kommen. Umso größer die Menge, umso geringer der Preis pro Zylinder. Bei 5 Zylindern habe ich beispielsweise 5,50 Euro pro Zylinder bezahlt. Kosten für den Hin- und Rückversand fallen keine an. Geliefert wird per DHL. Nach Ankunft der Flaschen habe ich überprüft, ob die versprochenen 425 Gramm auch enthalten sind. Dazu habe ich das Leergewicht der Flasche abgelesen und vom Gesamtgewicht abgezogen. Die Rechnung ist nicht ganz genau, da das Leergewicht auf der Flasche nur 2 Nachkommastellen hat. Mit meiner Rechnung bin ich auf einen Durchschnittsinhalt von 431 Gramm gekommen. Damit bleibt SodaBear für mich die Waffe der Wahl, wenn es um günstige CO2-Füllungen geht.